Liebe Schülerinnen und Schüler aus den dritten und vierten Klassen, heute möchte ich speziell euch einen Gruß unseres ganzen Pfarrteams übermitteln. Zunächst zu euch, liebe Kommunionkinder, die ihr bestimmt enttäuscht seid, dass euer Fest im April nicht stattfinden kann. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Familiengottesdienst am ersten Fastensonntag. Vier Kinder saßen da mit ihren Spielkonsolen und Smartphones auf der Altarinsel, haben gespielt, dann kam ein Junge, der Leopold, und hat euch zugerufen: Könnt ihr nicht mal abschalten? Ja, abschalten. Für die Fastenzeit war das gedacht. Sich auf das Wichtigste im Leben konzentrieren, auf manches vielleicht verzichten. Dass es dann so gekommen ist, das konnte damals niemals erahnen, dass wir in so vielem abschalten mussten, dass wir alle auf so viel Liebgewonnenes verzichten müssen. Vielleicht habt ihr in letzter Zeit auch gemerkt, wenn man früher gedacht hat, ach, wie schön wäre das jetzt, unerwartete Sonderferien, so spürt ihr jetzt, was euch fehlt. Auch die Schule, die Freundinnen, die Freunde, das Miteinander spielen und miteinander lernen. Ja, auch die Kirche. Es war so schön, dass wir uns in letzter Zeit regelmäßig am Samstagabend oder am Sonntag zum Gottesdienst getroffen haben. Dass ihr in Gruppenstunden gemeinsam unterwegs wart. Man hat eine wachsende Gemeinschaft auf dem Weg zur Erstkommunion gespürt, die jetzt jäh durchbrochen wurde. Das ist sehr schade, traurig sogar. Auch uns tut es leid, dass euer Fest im April ausfällt. Euer Fest im April, betone ich. Das Fest selber fällt nicht aus. Natürlich werden wir mit euch nachfeiern. Wann? Sobald wir mit mehr Sicherheit etwas sagen können, werden wir uns auch wieder treffen. Und wir versprechen euch, es kann genauso ein schönes Fest für euch werden. Ein Fest mit Verzögerung halt. Jesus, der euch an seinen Tisch eingeladen hat, der lädt euch auch jetzt noch ein. Er ist auch jetzt mit uns allen, auch wenn wir es vielleicht nicht spüren können. Ich bin alle Tage bei euch, hat er zu seinen Freunden gesagt. Das sagt er heute zu euch, zu uns allen. Ihr, liebe Viertklässler, hattet vor ziemlich genau einem Jahr eure Erstkommunion. Erinnert ihr euch? In euren schönen Erinnerungen könnt ihr vielleicht etwas nachvollziehen, wie es den Drittklässlern jetzt geht. Aber für euch selber ist ja auch alles anders. Die vierte Klasse ist ja auch so ein Einschnitt im Schülerleben. Bleibe ich an der Schule? Wechsle ich an einen anderen Schulort? Behalte ich meine Freundinnen und Freunde? Schaffe ich den Übertritt? Bekomme ich neue Freunde dazu? Immer im vierten Schuljahr ist das eine Frage, die sowieso gestellt wird. Heuer anders und noch viel intensiver, weil ihr ja gar nicht wissen könnt, was dieses Schuljahr noch alles an besonderen Situationen bringt. Wir fühlen mit euch allen mit. Wir alle haben so etwas selbst auch noch nicht erlebt. Aber ich habe große Hoffnung und Zuversicht, dass sich bald alles zum Guten wenden wird. Ich erinnere mich an Situationen in meiner eigenen Kindheit und Jugend, wo ich auch mal ratlos war und auch nicht gewusst habe, was jetzt wird und wie es weitergeht. Da habe ich mich immer gedanklich in die Zukunft versetzt. In einiger Zeit, Tagen oder Wochen, ich weiß nicht wann, aber die Zeit wird kommen, da treffe ich wieder Freunde, da ist normaler Schulalltag oder ganz normale Ferien, die man auch als Ferien spüren kann. Da wird wieder alles schön werden. Und wir können dann das in ganz besonderer Weise feiern und genießen. Das wünsche ich euch und uns, dass wir uns bald glücklich wiedersehen.
Gottes Segen begleite euch besonders in diesen Tagen und bleibt gesund.